der Bastelzeit und heute sind wir wieder irgendwie mit Strom unterwegs. Ja, es geht um diese Kiste hier oder eher gesagt die, die im Sicherungskasten sitzen, dem richtigen, nicht dem Testaufbau auf der Bank. Ja, das hier, das ist ein sogenannter RCD oder FI-Schalter. Ein Gerät, was ihr auf jeden Fall haben wollt, was aber von vielen Leuten auch nicht so ganz verstanden wird. Ich weiß, ich bin da auch noch so ein Erklärvideo schuldig. Ist halt ein komplexes Thema. Vereinfacht gesagt, es ist eine zusätzliche Reißleine für den Fall, dass irgendwas mit Strom schief geht. Und der hier, der schaltet ab, bevor irgendwie Strom über euch fließt und euch dann halt in Lebensgefahr bringt. Es ist aber eben auch keine Garantie, was viele Leute ja anscheinend zu denken scheinen. Auch wenn ihr einen FI-Schalter habt und irgendwie ungünstig in der Steckdose packt, das kann halt auch, wie ich immer sage, lebensgefährlich sein und euch umbringen, auch wenn der hier auslöst. So, technisch funktioniert das Ganze so. Hier unten kommen zwei Kabel. Wir sehen das schwarze und das blaue. Und diese beiden Kabel, das sind die, die in Richtung Steckdose gehen zum Beispiel. Was der hier macht ist, wenn ich Strom aus dem Schwarzen rausschicke, dann muss es über den Blauen zurückkommen. Wenn er nicht über den Blauen zurückkommt, dann fließt der Strom offensichtlich woanders. Und im besten Fall schaltet er dann den Strom komplett aus, sodass nichts mehr passieren kann. Ja, gut. Die Sache ist, es ist eine Technik, die teilweise sehr komplex ist und teilweise dann auch nicht mehr so ganz funktioniert, wenn das mal ein paar Jahre gelaufen ist. Deswegen sollte man da regelmäßig schauen, ob er überhaupt funktioniert und wie gut er funktioniert. Dieses, ob er funktioniert, ist etwas, das sollte man auf jeden Fall machen. Wir haben ja diese wunderschöne Prüftaste hier mit T. Die gibt es eigentlich bei allen RCDs oder auch anderen Fehlerstromdingern wie RCBOs oder sowas. Alles, was irgendwie so Ableitgedönse hat, hat eine Testtaste. Und die sollte man regelmäßig eben auch mal drücken, um zu schauen, ob er überhaupt dann noch auslöst. Ich würde sagen, der hier tut's. Also, das Ding hier klappt auf jeden Fall noch. Die Sache ist, Reset, nur weil er klappt, heißt das nicht, dass er richtig klappt. Denn es gibt da zwei wichtige Werte, die noch relevant sind. Wenn wir drauf gucken, sind sie auch aufgedruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier so gut zu sehen ist, weil das Gehäuse halt transparent ist. Aber da steht etwas von einem IN oder I-Delta N von 30 mA und ein T kleiner gleich 0,1 Sekunden. Die beiden Werte, die geben an, wo das Ding garantiert auslöst. Und wenn er auslöst, macht er das normalerweise in unter 100 Millisekunden. Es gibt auch ganz tolle Tabellen, was erlaubt ist, was nicht. Und im Moment habe ich damit halt so ein kleines Thema. Ich habe hier nämlich einige Stromverteilungen. Die haben alle ein FI drin oder RCD heutzutage. Die Sache ist, die werden zwar prinzipiell über den Knopf regelmäßig geprüft, aber ich traue dem Braten nicht so ganz. Normalerweise würde ich jetzt sagen, kein großes Ding. Schrauben mal auf, machen einen neuen rein. Das ist ja mit irgendwie zwei Schrauben unten, zwei Schrauben oben und halt Gehäuse einmal auf Zuge erledigt. Aber Stromverteiler ist halt Sache für Elektromeister und dann kostet das Ding dann plötzlich nicht mehr. Keine Ahnung, was ein FI kostet heute, 50, 60 Euro. Ja, machen wir mal eine Null dahinter, so nach dem Motto, wenn man das dann professionell tauschen lassen würde. Ergo, ich möchte nicht unnötig tauschen, also möchte ich gucken, ob die Dinger tatsächlich noch funktionieren. Denn an einigen Stellen, ich weiß nicht, ob einfach nur der Testknopf kaputt ist, aber manchmal ist es so, wenn ich drücke, dann muss ich ein bisschen wackeln, bis das auslöst. Es kann jetzt viel sein. Es kann einfach sein, wie gesagt, dass der Testbutton einen weg hat. Dass da irgendwie Staub drin ist, schlechter Kontakt. Passiert schon mal. Genauso kann es sein, dieser Testbutton, das ist im Prinzip einfach nur ein Widerstand, der hier drüber gebrückt wird. Dass der irgendwie einen weg hat. Und die ganze Funktion selber im Fehlerfall aber noch klappen würde. Es kann aber auch natürlich sein, dass dieser FI, den ich da habe, zu langsam auslöst. Oder gar nicht mehr richtig auslöst. Also, was macht man, wenn man wissen will, ob etwas funktioniert oder nicht? Man nimmt das Messgerät. Und darum soll es dann heute gehen. Nämlich, ich habe mir ein Messgerät für den Kram besorgt. Na, gucken wir mal, was wir da so bekommen und ob es auch taugt. Das Ding ist offensichtlich ein bisschen größer. Suchen wir mal was raus. Schöne Tragetasche. Und dann gucken wir mal, was wir hier bekommen. Und wie wir sehen können, das hier ist ein Unity-Gerät. UT kennt man ja vielleicht. Das ist halt speziell, um solche Messungen zu machen. Wir bekommen jede Menge Messkabel. Einmal die Standarddinger und dann hier ein Schuko-Stecker mit drei
Anschlüssen, wo also im Prinzip Schuko auf Banane rübergeführt ist. Ansonsten hier drin auch ein Tragegurt, wenn man das Ding durch die Gegend befördern möchte. Und das Ganze hier auch in so einem Gehäuse drin, wie wir sehen können, dass es ein bisschen verpackt ist und nicht direkt kaputt geht, wenn es irgendwo in der Kiste liegt. Mal die Schutzdeckel wegmachen, sieht das Ganze hier so aus. Da sehen wir auch endlich die Modellnummer. Das ist ein UT582 Plus. Das ist ein Digital RCD oder ELCB Tester. Was macht das Ding? Naja, wie der Name schon sagt, RCDs testen. Der kann unter anderem halt den Auslösestrom messen oder auch die Auslösezeit. Das ist jetzt etwas, was nicht ganz günstig ist. Also wenn man da zu Hause so einen einzelnen FI in der Ecke hat, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Aber wie gesagt, ich habe hier eine größere Menge von denen, die ich testen möchte. Und halt regelmäßig testen ist meistens auch keine schlechte Idee. Von daher, komm, war gerade im Angebot. Ja, die Sache ist, das Ding wenn wir auf die Rückseite hier gucken, bis wir was haben. Und zwar 6x1,5 Volt Batterien. Wir brauchen Strom. Na gut. Bauen wir die gleich mal ein. Was haben wir ansonsten eben noch? Die Testtime von 0 Millisekunden bis 2 Sekunden. Das heißt also unsere, 100 Millisekunden stand ja glaube ich drauf. Die kriegen wir gemessen. Plus minus 2% und 2 Digits. Okay. Der Operating Current in Milliampere. 10, 20, 30, 100, 300, 500. Das, was wir eben hatten, waren 30 mA. Das ist heute eigentlich auch so das gängige Ding, was überall verbaut ist, weil Vorschrift. Früher hatte man dann, glaube ich, auch noch 300 da. Die findet man teilweise noch. Eigentlich sollten sie getauscht werden, aber naja, Bestandsschutz in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt nur keine Strafe, wenn man es nicht macht, so nach dem Motto. Na gut. Ansonsten, ein Voltmeter haben wir auch noch drin ab 30 Volt. Ich glaube, da würde ich dann eher was anderes benutzen. Dafür ist hier das Ding einfach nicht da. Gut, mal auf. Und Überraschung, Batterien sollen hier rein. Okay, das ist jetzt praktisch, weil mein Hochspannungsmieter, das hat 6 Batterien drin. Dann kann ich mir die hier gerade einmal borgen. Ich persönlich befinde ja Geräte mit Stecker eigentlich immer besser. Aber gut, ich kann jetzt verstehen, wenn man hier halt genau eben diesen Stecker misst, dass man da vielleicht was anderes haben möchte. Hätte man natürlich auch mit dem Akku lösen können oder dann wahrscheinlich sogar im Supercap, aber na, man kann nicht so wählerisch sein bei hier so Equipment. Wir reden hier halt von einem Einsteigergerät. Unity ist ja, gehört zumindest nicht zu den großen Bekannten und Vertrauten im Handwerk, um es mal so rum zu formulieren. Meistens klappen sie ganz gut. Und was halt für mich der große Punkt ist, die Dinger, die sind halt überschaubar teuer. Wenn man dasselbe von einem großen Hersteller holen würde, von einem, der im Handwerk halt verbreitet ist. Ich glaube, da müsste ich ein bisschen Nullen dranhängen, so nach dem Motto. Ja, gut. Na, schauen wir mal, was wir so bekommen. Was können wir hier machen? Wir können auf Voltmeter gehen. Okay, das sieht mir jetzt eher nach Display-Test aus. Und jetzt sind wir wohl im Voltmeter-Modus. Was sagen die hier? Die Käbelchen sagen 10 Ampere. Und das war's. Ah doch, hier vorne. Kategorie 3000 Volt, Kategorie 4 600 Volt. Nett. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist Standard-Rating. Und dafür hat man hier diese Tülle drauf, die entsprechend dafür sorgt, dass nur der ganz vorne an der Spitze was rausguckt und man sonst nichts hat, wo man anfassen kann. Die Tüllen kann man abziehen, dann hat man natürlich mehr. Ist natürlich auch gefährlicher, weil man hier vorne dran packen kann. Aber dann ist auch nur noch ein Cut 3 aufgedruckt. Das heißt also Kategorie 4 Messungen, nur mit denen hier. Wunderschön. Kabel selber, PVC würde ich sagen, irgendwas in die Richtung. Es ist kein schönes Silikonkabel, aber es ist halt so ein Standard-Messkabel. Vom Gefühl her würde ich sagen, ja, das ist okay. Also, ich hatte schon schlimmer in der Hand. Dann gucken wir mal, was das Multimeter sagt. Upp. Weil jetzt die Frage ist, wo ist das Multimeter? Denn, rot ist ja soweit klar, aber schwarz. Ich vermute sehr stark, dass es den N gehört, weil das ist ja eigentlich da, wo Strom ist. Aber schwarzes Kabel, blaue Buchse. Dann bemühen wir doch mal die Anleitung, was denn hier drin steht. Insert a red test lead into the L-Port, a black test lead into the N-Port of the test instrument. Jo, ich glaube, das passt.
haben wir richtig geraten. Können wir jetzt nochmal gegenmessen. Haben wir hier an? Ja, hier haben wir was an. Wenn ich jetzt hier reingehe, 250 Volt. Ja, kommt hin. Bisschen wenig Nachkommastellen, nämlich 0. Aber ja, gut. Das Ding hier ist halt gedacht für irgendwie Elektriker, die wissen wollen, ob Strom aus der Steckdose fällt. Und nicht für jemanden, der wirklich wissen will, was ist denn das, was aus der Steckdose fällt. Und hey, es ist wahrscheinlich ohnehin nur ein Abfallprodukt, dieses Voltage Measurement, was wir jetzt hier gesehen haben. Bei Installationen macht man das ja ohnehin mit dem guten alten zweipoligen Spannungsprüfer. Gut, lösen wir mal ein paar FI raus, würde ich sagen. Dann verbinden wir mal das hier. Da haben wir auch schön beschriftet hier E, L und N für Earth, Neutral und Line. Farbkodiert, kann man nichts falsch machen. Und sprach er und hatte erstmal ein bisschen Knoten hier drin. Ja, rein da. Das ist halt auch schön alles hier berührgeschützt, dass man da während der Messung nirgendwo dran kommt. Dann hier der Stecker. Nehmen wir den mal in diese Steckdose hier. Die können wir dafür nutzen. Wenn wir jetzt hier einstecken, passiert, wie wir sehen, nichts. Strom ist auch noch aus. Können wir den hier anmachen. 1, 2. Jetzt müssten wir wieder Voltage Measurement haben. Haben wir auch. Wunderschön. So, das ist jetzt die Spannung zwischen L und N. Das heißt also zwischen den beiden Polen. Wenn wir jetzt hier einmal drücken, dann sehen wir die Spannung zwischen L und P. E. Die ist offensichtlich nicht da. Das heißt also, zwischen der Phase und dem Schutzleiter haben wir nichts. Das ist schlecht. Ist allerdings jetzt auch nicht verwunderlich, denn leider die deutschen Schuko-Steckdosen, die kann man halt auch falsch rum einstecken. Das heißt also, das, was eigentlich definiert ist, wo eine Phase hingehört und wo ein Neutralleiter ist, kann man vertauschen, indem man den Ding einfach einmal um 180 Grad dreht. So rum wäre er nämlich jetzt richtig drin. Jetzt sehen wir hier auch zwischen L und PE 250 Volt, zwischen N und PE auch 250 Volt. So sollte das sein. Das heißt, hier so ist er richtig eingesteckt und jetzt können wir auch hier zum Test weitergehen. Dazu gehen wir erstmal hier zum Beispiel auf x1,5. Jetzt sehen wir hier schon wieder jede Menge Sachen, die wir einstellen können. Zum einen sehen wir unten 30 mA bei x1,5. Was wir machen können, ist durch Drücken von hier der Taste umstellen auf 100, 300, 500 oder 10 mA. 20 gibt es auch noch, okay. Wenn wir jetzt hier 30 mA einstellen, wir erinnern uns dran, wir haben ja eine 30 mA Sicherung, dann sollten wir in der Lage sein, hier Test zu drücken und nichts passiert, wie wir sehen. Hat jetzt ein paar Mal gepiept, über 2 Sekunden. Das heißt, das Ding hat nicht ausgelöst. Die Sicherung ist auch die ganze Zeit noch drin. Ist ja auch korrekt so, weil x1,5. Das heißt, dies ist die Hälfte von dem, was wir eingestellt haben. Das heißt, er hat jetzt 15 mA hier als Teststrom benutzt. Dann können wir im Prinzip zum nächsten übergehen. Das wäre X1. Das heißt, es werden tatsächlich 30 mA draufgegeben. Und ich denke, wir holen mal gerade noch die Sicherung ins Bild, dass man auch sehen kann, wenn sie auslöst. Sekunde. Das heißt, wenn ich jetzt Test drücke, müsste der hier ausgehen. Und wir müssten hier die Zeit sehen. Und hier steht er drauf, der löst den unter 100 Millisekunden aus. Das heißt, wir sollten einen Wert unter 100 Millisekunden sehen. Okay, 29 Millisekunden klingt richtig. Und nochmal letzten Test hier. Und wieder 29 Millisekunden. Das heißt also, innerhalb von 29 Millisekunden löst das Ding hier aus, wenn 30 mA fließen. Wunderschön. Jetzt kann man noch einen Doppeltest machen, indem wir auf 5-fach gehen. Das heißt also, statt 30 mA holen wir jetzt das 5-fache, also 150 mA. Und da müsste er dann auch deutlich schneller auslösen, einfach weil mehr Energie dahinter ist. Und HI. Okay. Okay, ich habe gerade mal die Anleitung nochmal konsultiert. HI heißt, dass die Spannung zu hoch geworden ist auf dem Erdleiter. Die ist hier begrenzt auf 25 Volt aktuell. Das können wir aber einmal hochstellen. So, 50 Volt. Probieren wir das jetzt nochmal. Das kann jetzt sein, weil ich keine echte Erde hier dran habe. Das ist alles ein isoliertes System, wo alles nur simuliert ist. Ne,
macht er wieder nicht. Gehen wir einfach davon aus, dass es funktionieren würde im richtigen Stromnetz. Wie gesagt, das ist jetzt hier alles nur ein Test. Was wir jetzt gemacht haben, ihr habt ja schon gesehen, hiermit kann man Dinge umstellen. Zum einen UL 25 oder 50 Volt, das heißt, wie viel Spannung darf am Schluss da noch da sein. Und was wir auch einstellen können, ist hier hinten das UF. Den hatten wir jetzt die ganze Zeit mit 0 Grad getestet. 0 Grad heißt, dass der Test beginnt mit der positiven Halbwelle. Wir können auch das Ganze auf 180 Grad setzen, dann wird es in der negativen Halbwelle getestet. Theoretisch sollte das nichts ausmachen, aber man kann es halt machen. Wir können den X1-Test nochmal machen, negativ und wieder high. Okay, gut. Wie gesagt, normalerweise sollte das gehen. Damit hätten wir jetzt im Prinzip die groben Funktionen schon mal da. Wir stellen also erstmal sicher, dass zwischen L und PE und L und N jeweils die Spannung korrekt ist. Das heißt also, unser Stecker in die richtige Richtung eingesteckt ist. Wie gesagt, ist nur ein Problem bei den deutschen Steckern. Die meisten anderen haben eine vorgegebene Richtung. Dann probiert man mit einem halben, da dürfte nichts passieren. Bei einfach müsste er in der angegebenen Zeit auslösen, spätestens. Und mit X5 müsste er auch schneller auslösen. Last but not least gibt es auch noch den Autoramp. Der Autoramp-Test, der erhöht die Spannung immer mehr oder den Strom und guckt, an welchem Punkt das Ding auslöst. Damit kann man feststellen, wo denn wirklich dieser Auslösepunkt ist. Und dann nochmal sicher gehen. Können wir jetzt auch nochmal machen. Und da haben wir es. 21 mA löst er aus und 20 Millisekunden war jetzt hier die Trip-Time. Das Ganze im Übrigen bei 180 Grad. Tatsächlich kann man auch hier das Ganze wieder auf 0 Grad stellen und dann das Ganze mit 0 Grad wiederholen. Wir sehen aber auch bei 0 Grad, also bei der positiven Halbwelle, etwa selbe Werte. 21 mA, auch hier der Auslösestrom und 10 Millisekunden in dem Fall, auch alles fein. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, ob ich mal einen anderen FI finde. Das hier ist ja wie gesagt ein relativ aktueller, wenn auch jetzt ein chinesisches Modell, aber Standard 30 mA Ding. Ich müsste aber noch ein paar hier rumliegen haben, die ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Dann gucken wir noch einfach mal, ob die auch sinnvoll auslösen. So, und ich habe noch ein paar FIs gefunden, die wir mal testen können. Das erste wäre der hier, Siemens 30 mA. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Der wird wahrscheinlich noch einwandfrei funktionieren. Dann haben wir dieses verstaubte Ding hier. F und G, Bauart FIE63. Das ist ein 0,5 Ampere, also 500 mA FI. Der offensichtlich schon ein bisschen länger in der Ecke am Stehen. Mal gucken, was der sagt. Was haben wir hier noch? Ein NPFI, auch 30 mA, der ist auch ein relativ aktueller, wie es aussieht. Also relativ ist immer so eine Sache. Ich meine, Made in West Germany sagt halt, dass es jetzt eventuell vor den 90ern irgendwie war. Was haben wir hier noch? Ja, die ganz alten Phibis Fehlerstromschutzschalter und die haben einen Auslösestrom von 1 Ampere. Ich glaube, die können wir gar nicht wirklich testen. Die dürften auch... Oh yeah. Okay, der Testknopf kommt gar nicht mehr raus. Okay, mal gucken, ob wir die überhaupt anklemmen. Das sieht mir alles nicht mehr ganz so frisch aus. Gerade mal gegenprüfen. Naja, hier bei dem klappt der Knopf noch. Also der andere hat auf jeden Fall einen mechanischen Schaden, wie es aussieht. Oder einfach nur so viel Dreck drin. Naja, gut. 1 Ampere, ich glaube, das kann das Messgerät noch nicht mal, oder? Genau, den Current kann man nur bis 500 mA hier bei dem Ding einstellen. Also die 1 Ampere-Dinger können wir eh nicht sinnvoll testen. Na gut, ich würde sagen, wir klemmen die jetzt mal nach und nach an, gucken, ob die alle noch funktionieren. Nicht, dass man die noch einsetzen möchte, zumindest mal die, diese 1 Ampere oder 500 mA-Dinger. Die sind, wenn ich richtig im Kopf habe, nirgendwo mehr zulässig. Fragt euren Elektriker, aber 30er sind eigentlich das, was heute so Standard ist, wenn nicht sogar noch genauere. Okay, klemmen wir mal irgendwie was hier uns zusammen.
Also, fangen wir mal mit dem einfachsten an. Dem hier, dem Schupa FI-Schutzschalter. Gerade mal gucken, ist hier Eingang, Ausgang irgendwie sinnvoll definiert. So, ist natürlich alles aktuell spannungsfrei. Alles geprüft. Wie üblich gilt hier das bitte nicht zu Hause nachmachen. Schlitzschrauben, okay. Okay, Augen nochmal drüber. Jo, müsste funktionieren. Mein Messgerät sollte ich eventuell auch noch mir dazu holen. So. Ha. Interessant. Angeblich hätte man nur 80 Volt. Zumindest mal bei der Zuleitung von hier der Steckdose messe ich aber mehr. Kann mal gucken, ob wir die Kindersicherung hier weggedrückt bekommen. Wie das damit aussieht. Da sind 230 Volt. What the heck? Wenn ich hier anschalte, sind 230 Volt auf der Steckdose. What? Okay. Ich hole mal einen Multimeter und dann gucken wir mal damit hier drauf. Mal gegenprüfen. Jo, Strom ist aus. Kann nichts passieren. So, Neutralleiter hier dran. Kurze Prüfung. Jo, das müsste alles passen. Das heißt, wenn ich jetzt hier kurz schließe, müsste auch da ein Kurzschluss kommen. Tut's aber nicht. Ha, na doch. War nur nicht ganz drin. Dann müsste das doch gehen. 230 Volt müssten jetzt hier rauskommen. Ach nee, Moment, der FI ist noch aus. Jetzt müssten 230 Volt hier rauskommen. Okay, der hier misst's. Okay, jetzt geht's wieder. Moment, jetzt ist... Es war kurz da und ist dann verschwunden. Interessanter Fehler. Okay, ich habe den Fehler gefunden. Die Messung schlägt fehl, wenn Erde nicht angeschlossen ist an der Steckdose. Ja, die Erdleitung zur Steckdose, die hatte ein Problem. Und das führte dann aber auch dazu, dass er zwischen L und N nichts messen konnte. Das ist interessant, weil L und N war ja definitiv da. Ja, gut. Ich habe die Erde jetzt repariert, das Kabel, was da kaputt war. Da war ein Kabelbruch drin. Wie wir jetzt hier sehen, 250 Volt da. Und wenn wir umschalten, LPE auch die 250 Volt. Also jetzt passt wieder alles. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier umschalten, LPE, LN ist an. Und hier drunter wäre noch ein NPE, das ist aus. So soll das sein. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich wieder testen. 30 mA Test, sollte nichts passieren. Sieht gut aus. Über 2 Sekunden. Auf 1 stellen. Sollte es funktionieren. Jo, 25 Millisekunden. Da ist hier was angegeben. Hier ist nichts angegeben. Okay. Wie sieht es aus, wenn wir bei 5-fach gehen? 8 Millisekunden. Wunderschön. Der sieht noch richtig fit aus. Jetzt machen wir nochmal den Autoramp, wann er auslöst. Ja. 24 mA und dann 28 Millisekunden Auslösezeit. Ich denke, das passt so. Holen wir mal den nächsten und dann schauen wir mal, ob der auch funktioniert. Next up, Siemens RCD 30 mA. Wunderschön, sollten wir machbar haben. Ist jetzt nur einphasig angeklemmt, der ist nochmal für dreiphasig, aber sollte passen. Ich habe extra den Leiter da angeklemmt, wo der Testresistor dran ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier einstecken und den anschalten, kriegen wir unsere Spannung. Okay, klappt der Testknopf. Jo, ich würde sagen, das sieht gut aus. Einmal mit einer halben. Okay, hält. Mit der Standardspannung 36 Millisekunden, also ein bisschen länger gedauert als bei den anderen. Wie sieht es beim Fünffachen aus? Da müsste es üblicherweise ja schneller gehen. 13 Millisekunden, das war schneller. Dann können wir noch einen Ramp-Test machen. Knapp dran. 27 mA löst der hier erst aus. Auch erst nach 40 Millisekunden, aber okay. So ist es dann.
Es ist noch unter den angegebenen 30 mA, von daher, no, es passt noch irgendwo. Wir können jetzt spaßeshalber ja den Test nochmal um 180 Grad gedreht machen. Das heißt also mit der negativen Halbwelle. Sieht ähnlich aus, 27 und diesmal sogar knapp 50 Millisekunden. Okay, mal gucken, ob es da irgendwelche Grenzwerte gibt, aber auf jeden Fall auf der hohen Seite. So, der nächste ist dann hier der 500 mA und die Beschriftungen sind auch wohl schon was älter. Neutralleiter ist hier der MP. Okay. Und ja, während bei den anderen relativ klar dann draufsteht, zum Beispiel hier bei den Tests halbjährlich, sagt er hier nur Prüftaste gelegentlich betätigen. Okay, das ist jetzt sehr sketchy, weil dummerweise die Schraubvorrichtungen keine 1,5 Quadrat Starre akzeptieren. Okay, wird schon passen. Gucken wir mal, ob dieses Altertümchen hier tatsächlich noch funktioniert. Theoretisch müsste es. Man, da wird wahrscheinlich nicht allzu viel drin sein, was da tatsächlich ein Problem machen könnte. Also, machen wir mal auf an. Machen wir erstmal hier unser Voltmeter an, dass wir auch was sehen. Die Bootzeit ist ein bisschen nervig, aber hey, wenn es dann funktioniert. So, an. Okay, 250, okay. Was sagt der Testbutton? Der Testbutton geht nicht. Okay. Dann ist entweder der falsch angezeichnet, was ich jetzt nicht ausschließen kann, oder da ist was kaputt. Na gut, gucken wir mal. Was hat man gesagt? Das ist 500 mA. Dann stellen wir den mal hier. Quatsch. Nicht die Phase. Den Strom auf 500 mA hoch. Gucken wir mal, ob er damit irgendwie klarkommt. Mit der Hälfte gehe ich eigentlich von ja aus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Autoramp. Denn, komm. Nee, wir machen erstmal hier die nacheinander. Wird schon passen. Okay, über 300 Millisekunden. Das Ding löst einfach nicht mehr aus. Nett. Ja, drehen wir mal die Phase. Nope. Fünffacher Strom, just to be sure. Nuller Phase. Über 40 Millisekunden. Also, das Ding hier ist offensichtlich Schrott. Okay. Nice to know. Und ja, die anderen beiden, auch wenn sie interessant aussehen, aber ich kann sie hier mit dem Gerät eh nicht testen. So hohe Prüfströme sind hier gar nicht mehr drin. Ich meine, bei hier dem können wir schon relativ sicher sein, dass der irgendwie eine Macke hat, wenn die Prüftaste hängen bleibt. Auch wenn ich davon ausgehe, dass das tatsächlich nur ein mechanisches Problem ist. Aber naja, es sind halt dieselben Typen, wie es aussieht. Und hier bei dem klappt die Prüftaste. Von daher, ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Wie gesagt, kann ich nicht testen, von daher lassen wir die hier weg. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen kaputten gefunden. To be fair, das hätte man auch finden können ohne das Messgerät, weil halt der Testtaster auch nicht funktioniert. Aber wie gesagt, teilweise hatte ich hier auch schon Sachen gesehen, wo der Prüftaster prinzipiell ausgelöst hat. Aber es kam mir doch sehr lange vor und das sind so Dinge, wo man hiermit dann messen kann und tatsächlich auch sehen kann, ob das ein Problem ist oder nicht. Ich werde es jetzt auf jeden Fall an ein paar Stellen, wie gesagt, mal einsetzen. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe da ein paar mehr Bereiche, wo FIs sind. Deswegen bin ich auf hier den auch gegangen. Und man kann hier das Ding ja auch ein bisschen zweckentfremden. Dadurch, dass man LN und LPE direkt sieht mit einem Schuko-Stecker, kann man es auch als Ersatz für diesen Ninja-Stern da benutzen. Das heißt also als Steckdosentester gucken, dass in der Steckdose auch wirklich Erde angeschlossen ist. Man kann direkt auch testen, ob der FI in der Steckdose auslöst. Ja, das geht alles auch mit anderen Geräten. Wie gesagt, es gibt Steckdosenprüfgeräte speziell, die dann anzeigen, ob alles richtig angeschlossen ist, die auch auslösen können. Oder auch viele von diesen zweipoligen Spannungsprüfern kann man da draufdrücken und einen FI absichtlich auslösen. Das geht natürlich auch. Aber hier hat man es halt fertig als Stecker und kann noch viele andere Sachen dann sehen.
Ja, ich habe wie gesagt dann noch ein paar vor mir. Ich glaube, jetzt nächste Testrunde müssten. Lasst mich mal überlegen. Das sind, ich glaube, 15 FIs allein in dem Bereich. Und ich kann auf jeden Fall besser schlafen, wenn ich weiß, dass die auch alle sauber funktionieren, ihre Werte einhalten, die Auslösegeschwindigkeit da besser ist. Wie gesagt, so ein FI ist niemals unter keinen Umständen eine Garantie. Das heißt also, auch wenn hier ein FI drin ist und ihr packt irgendwie unten dran und der löst aus, das ist keine Garantie, dass ihr da keine bleibenden Schäden von tragt. Das ist dann immer noch ein bisschen Glücksspiel. Nur das Ding hier, das verschiebt dann zumindest so die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das unbeschadet übersteht, in die richtige Richtung. Und mit Glück löst es halt schon aus, bevor jemand ranpackt. Von daher will man die Dinger halt trotzdem haben, auch wenn es natürlich wie eigentlich an keiner Stelle einen hundertprozentigen Schutz gibt. Eins fehlt natürlich noch. Wir werfen selbstverständlich auch noch einen Blick ins Innenleben von dem Ding. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass da kein Unfug drin verbaut wurde. Ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus. Unity ist ja doch relativ bekannt und wie gesagt, auch wenn sie jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwie die hochqualitativsten zu sein, so war doch eigentlich immer das, was sie ausgeliefert haben, zumindest so solide, dass man es problemlos nutzen kann. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, oder wie war das? Okay, nach hinten haben wir das Batteriefach, das hat einen separaten Stecker. Dann haben wir hier anscheinend tatsächlich zwei Lagen. Ja, das ist einmal das Hauptboard und das Displayboard mit den Tasten. Gucken, ob wir das hier abbekommen, ohne dass uns alles um die Ohren fliegt. Was schon mal gut ist, hier oben Isolationsslots im Bereich von den Eingängen. Also da hat man sich anscheinend schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, wenn ich richtig im Kopf habe, ist das Ganze hier nur für 230 Volt oder 250 Volt dann wahrscheinlich ausgelegt. Das heißt also, die Spannungen, die zu erwarten sind, sind überschaubar. Und da sind wir im Inneren. Interessanterweise drei Sicherungen verbaut. Es ist natürlich dann relativ aufwendig, wenn man eine davon wechseln möchte. Na gut. Ansonsten, wie gesagt, hier Displays und Schalter, die entsprechend mit dem separaten Mikrocontroller dann über ein Flachbandkabel gehen. Auf der Hauptplatine auffällig ein Relais, Gleichrichter und ein sehr großer 10 Watt 240 Ohm Widerstand, der hier nicht ganz gerade drauf sitzt. Biegen wir uns den mal ein bisschen zurecht. Ansonsten hier ein PTP840, ich glaube, das müsste dann 800 Volt sein. Das ist okay für den Bereich. Jede Menge MOF-Widerstände, die hat man heute eigentlich eher selten, weil die Standard-SMD-Bauformen sind halt einfacher zu bestücken. Aber MOF hält höhere Spannungen aus. Das heißt also wahrscheinlich deswegen die hier. Jede Menge Analoggedönse außenrum, was mich dann tatsächlich noch so ein bisschen wundert. Hatten wir Chips auf der Rückseite? Nein, ist nur einseitig bestückt. Ist auf jeden Fall mehr als vermutet. Am Ende wird der hier wahrscheinlich einfach genutzt, um entsprechend da einen Fehlerstrom zu simulieren. Und der Rest ist dann zu messen, offensichtlich in analoger Form. Okay. Wenn wir dann mal so drüber gucken, den hier habe ich jetzt nicht gefunden, aber wie gesagt, wird ein 800 Volt Transistor sein oder irgendwas Hochgedönse. Wir haben hier unten jede Menge Zeug. Wir haben, wenn wir hier mal drüber gucken, einen OP07C, also einen Op-Amp, CD4052 hier. Das müsste ein Analog-Multiplexer sein. Was haben wir hier unten noch? Ein 2904 wäre ein Dual Op-Amp und auch hier Analog Devices, klingt auch analog. Kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht finden, könnte aber auch irgendeine Art von Op-Amp, ADC, irgendwas in die Richtung sein. Würde jedenfalls hier passen. Gehen wir auf die andere Seite.
Da haben wir dann, wenn wir gucken, ein Relais, Omron, auf jeden Fall qualitativ, wenn es original ist und dann auch sieht es aktuell aus. Eher Richtung Markenware. 393 ist, glaube ich, ein Op-Amp oder Comparator. 393 war ein Comparator. Kommt ja auch hin. Hier haben wir wieder ein TL062. Das müsste wieder ein Op-Amp sein. TL062 noch ein Op-Amp. Hier nochmal ein Op-Amp. Und so, das war es soweit mit den ICs. Also alles, was hier auf diesem Board drauf ist, scheint Analoggedönse zu sein. Nichts, was nach einem Prozessor aussieht. Also wechseln wir mal zum Display. Das sieht hier so aus. Zwei ganze Chips. Wir haben hier oben einen ET1621. Konnte ich jetzt nicht finden, aber von der Anzahl der Pins. Ich denke, wir können recht sicher sein, dass das irgendeine Art von Multiplexing ist für das Display. Und es bleibt der hier. Silicon Labs müsste das sein. CP8051F36 oder 368. 8051 gibt es ja schon quasi weg. Das ist also ein 8051er Prozessor oder kompatibel dazu. Und wenn wir schauen, das Ganze ist Mixed Signal. Das heißt also, der ist speziell darauf optimiert, dass es da analog und digitale Sachen gibt. Passt dann auch zu dem ganzen Analogkram, den wir auf der anderen Platine gesehen haben. Hier sind zum Beispiel 10-Bit ADCs drin. Genauso 10-Bit Current Output Decks. Integrierte Comparator nochmal zusätzlich zu den ganzen, die wir haben. Und ansonsten halt ein Standard 8051 Mikrocontroller. 3,3 Volt das Ganze und hat, glaube ich, internen Flash. Wir hatten die 368, das müssten dann 16 Kilobyte Flash sein. Also sehr viel von der Messung dürfte analog ablaufen und der Mikrocontroller selber übernimmt dann nur noch die Auswertung und Anzeige. Nun gut, ich gehe da mal eine Runde messen. Jetzt, wo ich so grob weiß, auf was ich achten muss. Also diese falschen Werte bei LN, die sind ein bisschen seltsam, aber der Rest scheint ja zu funktionieren. Und es kamen ja auch die entsprechenden Werte in Auslösezeit und Auslösestrom raus, so wie das sein soll. Oder, wie wir ganz kurz sagen können, es tut, was es soll.